Gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, und herzlich willkommen bei der neuen, aktuellen, extrem frischen Folge von Dark Souls 3. Irgendwas mit Dragonslayenden, irren, einäugigen, einhändigen, geisteskranken Typen. Der Gatz heißt. Was übrigens nicht von Eingeweide kommt, sondern von Katze. Fragt mich nicht warum. Das Item hier brauchen wir. Bevor wir es aufsammeln, wollen wir allerdings schauen, was wir hier sehen. Keine Ahnung, ich sehe da gar nichts. Augenbinde des alten Weisen. Und der sexy Hexi-Ring. Sehr interessant. I would assume. Ist das vielleicht eine Art Schrein? Wir gucken uns mal kurz den Ring an. Ich hege die Vermutung, dass der wichtige Informationen für uns bereithält, die uns alle sehr, sehr interessieren sollten. Ich finde den Ring nicht. Ich habe keinen Schimmer, wo der ist. Wir müssen zwei davon haben, denke ich. Mein Kopf juckt. Oh. Hier? Ja. Die Hexe von Izalith und ihre Töchter, die von der Chaosflamme verbrannt wurden, lehrten die Menschen die Pyromantie und gaben ihnen diesen Ring. Er verstärkt die Pyromantie enorm, so wie ein Penis enorm groß sein kann. In meinem Fall ist das so, in eurem Fall, ich weiß nicht. Schickt mir Bilder von eurem Penis, dann weiß ich mehr. Jeder Pyromant kennt die Parabel von den Hexen, die Furcht vor dem Feuer predigen und die Kunst der Pyromantie lehrten, auf dass die Menschheit lernen möge, das Feuer zu beherrschen. Ja, das wäre theoretisch praktisch für unsere Kanonenkugel, da wir die allerdings nur einmal nutzen können. Ja, Punkt. Das ist nicht ganz so praktisch. So, hier sind wir in einem sehr, sehr schicken Gebiet. Aua. Abgesehen davon, dass wir mit riesigen Ballistenbolzen beschossen werden, von einem gewaltigen Evelyn-ähnlichen Konstrukt, das gigantische, mächtige, brammige Geschosse auf uns feuert. Und wir haben hier einen riesigen, mächtigen Wurm, in dessen Maul sich Schädel befinden. Und überall anders sind auch Schädel. Schädel sind nämlich total awesome. Habe ich Schaden gemacht? So eine Ahnung, dass ich ihn gar nicht treffe. Ja, das ist einer der. Das ist übrigens der einzige Gegner dieser Art hier im kompletten Spiel. Und wir werden ihn jetzt mit der Macht der Ignorierung bestrafen. So, wir sind jetzt geschützt vor der Balliste. Und wir rennen jetzt einfach an dem Boy hier vorbei, denn der interessiert mich ehrlich gesagt nicht so viel. Aua, auch damit. So, damit haben wir ihn jetzt eigentlich komplett umgangen. Wir sind ihn umgangen. Wir wollen mal kurz ein Leuchtfeuer aktivieren. Dann können wir nämlich den Lauf zum Bossraum, den wir gleich betreten werden, ein bisschen abkürzen. Keine Sorge, wir kümmern uns noch um den großen, wurmartigen, blitzschleudernden Heini. Und auch um die Balliste, aber alles zu seiner Zeit. Ich kann übrigens nicht sagen, dass es eines meiner Lieblingsgebiete ist. Wie heißt das Gebiet? Dämonenruinen! Das ist ein Gebiet aus Dark Souls 1! Okay, es ist mein Lieblingsgebiet von allen. Ja, Dämonenruinen. Die Dämonenruinen wirken ehrlich gesagt für mich ein bisschen wie ein Kelchkerker aus Bloodborne von der Qualität. Und das sollte eigentlich schon zeigen, dass die Qualität jetzt nicht ganz so hoch ist. Es ist ehrlich gesagt doch besser als ein Kelchkerker, weil stellenweise bekommt man doch ein paar interessante Dinge dort zu sehen. Aua. Können wir bitte damit aufhören, mich zu beschießen? Alles klar. So, theoretisch würde ich den Boss sau gern alleine machen. Allerdings, es gibt hier eine kleine Quest mit dem Phantom. Wir machen es folgendermaßen. Wir machen den Boss erst allein.
Und dann töten wir ihn nicht, sondern schnappen uns das Phantom. Und erledigen ihn dann zusammen mit dem Phantom. Denn wir kriegen eine besondere Waffe, wenn das Phantom den Bosskampf überlebt. Hier sind Haufen von Dingen. Über die reden wir auch, sobald der Boss tot ist. Das hier sieht aus wie ein Capra-Dämon. Ein Ziegendämon aus Dark Souls 1. Oh, das sieht aus wie der Schwanz eines Asyldämons. What could that actually be? I don't know. Oh no. Wir machen böse Sachen mit ihm. So, den Boss habe ich nie wirklich gelernt. Deswegen würde ich das ganz gerne jetzt machen. Ist also auch ganz cool, dass wir den mehr als einmal bekämpfen. Okay. Interessant, das hat funktioniert. So eine Ahnung, dass der. Ah, sehr schön ausgewählt. Das ist übrigens der alte Dämonenkönig, glaube ich, heißt er. Oh, jetzt hätten wir früher rollen müssen. Haben wir jetzt nicht gemacht. So. Jetzt haben wir sehr viel Zeit, um ihn anzugreifen. So, jetzt nutzt er die mächtigste Fähigkeit, die ihm bleibt, die er hat. Das ist eine Fähigkeit, die Sephiroth auch gerne nutzt, das ist Meteor. Allerdings könnt ihr diese großen Haufen hier nutzen, um das das komplett nutzlos zu machen. Was sehr lustig ist. So, hier ist ein bisschen schwieriger. Die Angelegenheit. Wieder einer der Kämpfe, wo es praktisch ist, wenn ihr vielleicht das Lock-on brecht. Ja, hier schnappt ihr euch wieder diesen großen heißen Haufen hier. Sämtliche Meteoriten werden dann darin landen. Hat ehrlich gesagt ein bisschen was von Diablo. Oh. Coole Mucke. Fällt mir gut. Wir heilen uns mal kurz. Sehr interessanter Angriff. Ja, da sollte man immer ein bisschen Abstand suchen. Man sollte generell nicht zu gierig sein, denn ich kann seine Waffe angreifen, aber es bringt nichts. Ja, man sollte mal ein, zwei Mal angreifen, denke ich, und dann vielleicht damit anfangen, sich ein bisschen hier wegzubewegen. Hier kann man durchrollen, wie man sieht. Hier kann man durchrollen. Man sollte allerdings gucken, dass man es auch hinbekommt. So, hier kann man, wie gesagt, dann die großen Leichenhaufen hier nutzen. Ich habe noch nie so lange gegen den gekämpft hier. Der war zu dem Zeitpunkt immer tot schon. Aber er gefällt mir gut. Oh Gott, hier hätte ich wegrollen sollen. Das ist eine coole Attacke, ehrlich gesagt. So, er macht diesen Ring hier. Er hat einen Ring, der nach außen geht und einen, der von außen nach innen geht. Den Angriff hier haben wir schon gesehen. Da rollen wir einfach durch. Hier kann man eigentlich auch angreifen, wenn man mag.
Da rollt man dann einfach so ein bisschen weg. Auch das ist eine Möglichkeit, dann braucht man nicht unbedingt die Leichenberge nutzen. So, dann heilen wir uns. Oh, okay. Wir heilen uns mal nochmal. Oh, okay. Ja, der Gegner ist jetzt ausgebrannt. Und er ist noch nicht tot. Ist so ein bisschen wie mit Sif, der anfängt zu humpeln, wenn er fast tot ist. Und ja, der gute alte Dämon hier, der ist fast tot jetzt. Er kann nicht mal mehr seine Waffe wirklich halten. Kann nicht mehr so viel machen hier, ehrlich gesagt. Ganz schön im Arsch. Und ich glaube, viele von euch haben das hier noch nie gesehen, weil immer wenn sie merken, oh Gott, er ist fast tot, dann rusht ihn wahrscheinlich alle tot. Aber ihr könnt ihn hier ein bisschen beobachten. Und der sieht ehrlich gesagt ganz cool aus. So, wir können jetzt entweder sterben oder wir porten uns raus. Beides ist eine Möglichkeit. Denn wir müssen ihn ja nochmal machen mit dem NPC-Phantom. Damit wir die heiße Waffe kriegen. So ein heißer Boy, mein Freund. Heißer Boy. Kannst du hiermit eigentlich Schaden machen? Sieht so aus, als hätte er mal Flügel gehabt, oder? Ja, er macht Schaden damit. Okay, wir lassen ihn dann hier mal kurz in Ruhe. Und hauen dann mal wieder ab. Tschüss! Bye. So, okay. Warte mal, wie kommen wir raus? Wir nutzen mal das Ding. Porten uns dann zurück zum Leuchtfeuer. Wir rufen dann das Phantom und müssen ihn dann töten mit dem lebenden Phantom intakt sozusagen. Das Phantom muss den Kampf überstehen. Rasten kurz, kriegen wir unsere Flakons wieder, unsere Flakens, unsere Cornflakes und holen uns dann die Pyromantin, denn die, der NPC hier ist eine Pyromantin, die irgendwas mit unserem Pyromeister zu tun hat. So, wir müssen kurz gucken hier, es ist ein bisschen assi, dass die Balliste einen hier treffen kann. Aber es gibt schlimmere Dinge. So, das ist Mädel. Die nehmen wir jetzt mit. Man sieht, sie hat eine Peitsche als Waffe. Ich hoffe, sie folgt mir jetzt und. Ja, prima. Ja, wie gesagt, eine Peitsche als Waffe. Ist eine Pyromantin, natürlich sehr, sehr praktisch gegen einen Boss, der offensichtlich sehr, sehr schwach gegen Feuerattacken ist. Und so. Sie nutzt allerdings physische Attacken, was ich ganz nett finde. Wir nutzen jetzt einfach mal so einen Stich. Und der haut hart rein. Und noch einen. Oh, der hat verfehlt. Ist nicht so schlimm. Wir heilen uns einfach mal. Wie möglich. Heilen uns nochmal direkt neben dem Boss. Lassen uns treffen. Lass uns nochmal treffen. Gehen wir kurz weg. Ja, sie versucht ihn lustigerweise zu vergiften. Das finde ich ganz amüsant. Wir müssen so ein bisschen rushen, damit sie nicht direkt krepiert, die geile Hure. So, wir haben den Angriff jetzt nicht unterbrochen, glaube ich. Nee, er wurde nicht unterbrochen. Okay, sie ist nicht tot, alles klar. Ein bisschen gucken. Wir heilen uns nochmal. Jetzt kommen nämlich die Feuerbälle runter. Lebt ihr alle noch? Ja. So, wieder gestaggert. Ich glaube, man kann jetzt einen speziellen. Ne, doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man hier einen Eingeweideangriff machen kann. Den Boy.
So, jetzt ist er, glaube ich, ausgebrannt. Genau, sie lebt noch, alles gut. Und sie macht jetzt mal den Rest hier. Ja, sehr schön, sie heilt sich sogar mit Estus, prima. Ja, der Boss vergiftet, der hat so einen violetten Schein, wie man sieht. Sie nutzt jetzt, glaube ich, Eisenfleisch gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Boss ist tot. Prima. Sie hat ihn geschafft. Seele des alten Dämonenkönigs erhalten. Sie hat überlebt. Prima. So, und gleich zeige ich euch, was der Sinn und Zweck davon war, sie hier zu rufen. Gucken wir uns kurz die Seele an. Die einzige Seele wirklich zusammen mit der Seele des Dämons, den wir in der Folge davor erledigt haben, dieser Mini-Boss, die so einen roten Schein hat, so einen rötlichen Schein. Die Seele des alten Dämonenkönigs, eine der verdrehten Seelen, von Stärke erfüllt. Der runzelige alte Dämonenkönig gleicht nun einem Klumpen verbrannter Asche. Doch er ist es. Doch er ist der letzte lebende Zeuge des Chaos von Aizaleth. So, er ist im Grunde der letzte Dämon, der den großen Brand in Aizaleth noch miterlebte. Hier sieht man die ganzen getöteten Kreaturen, die einst entstanden sind aus dem Bed of Chaos, aus dem Chaoswesen von Aizaleth. Das hier sind alles verehrte Dämonen oder Asyldämonen oder was weiß ich, Feuerweisen. Das ist ja alles dasselbe in Dark Souls 1. Hier sehen wir einen Taurus-Dämon. Davon haben wir ja auch sehr viele gesehen in Dark 1. Und die Ziegendämonen hier, die Capra-Dämonen, auch die befinden sich hier. Ja, das Chaos stirbt, wie es scheint. Die große Chaosflamme vergeht. Und wir haben gesehen, wie schwach der alte Dämonenkönig war. Das heißt, nicht nur die Fürstenseelen, die großen, die von Gwyn, die von Nito, die von deiner Mutter, nicht nur die vergehen, sondern auch das Chaos selbst. Und wir müssen nun einen Ort hier finden, ich glaube hier ist es, an dem wir unsere Belohnung abholen, dafür, dass wir den Kampf beendet haben mit der heißen Ollen. Das ist eines der besser gehüteten Geheimnisse, glaube ich. Ich denke, viele Leute wissen nicht davon, es sei denn, sie gucken sich die Videos von Vardividiar an. His favorite weapon is mice. Ich mag Vardi ganz gern. Punkt. Die Aussage steht so. Und viele wissen es wahrscheinlich nicht, dass man hier was bekommt noch. Wenn sie seine hotten Videos nicht gesehen haben. Denn wir gehen jetzt kurz mal zu dem Käfig, den wir dort eben sahen. Dort befand sich der Kerker unseres Pyromeisters, dessen Namen ich komplett vergessen habe. In your face, my friend. Ich bin schneller als ihr, ich bin stärker als ihr, ich bin schöner als ihr. So, hier befand sich der Meister drin und hier ist jetzt eine Leiche, die uns ein Item gibt. Kornix heißt der Pyromeister. Und wir kriegen die Fleckenpeitsche nur an diesem Punkt. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Peitsche zu erhalten hier in dem Spiel. Und die Fleckenpeitsche ist im Grunde die Peitsche des Sangesdämonen aus Dark Souls 2, wenn ich mich recht entsinne. Wir gucken uns das mal kurz an, das Ding. Wie viele Peitschen gibt es hier eigentlich? Ich glaube, es gibt 4 oder so. Ja, Peitschen in Dark 3 sind leider fast so nutzlos wie in Dark 1. Teil 2 waren die ja sehr praktisch. Eine mit giftig wirkenden Punkten übersäte Peitsche. Sie soll die bevorzugte Waffe der Pyromantinnen aus dem großen Sumpf sein. Jeder Treffer verursacht Giftschaden, welcher Gegner ihrem Tode näher bringt. So, gucken wir uns die Kiste mal an hier. Da sieht man sie. Oh, sehr schön. Das ist gar nicht so übel. Die zweihändige. Die
Ladeattacken. So. Hier ist ganz cool, ja. Also eigentlich gar nicht so schlecht. I like that. Ja, kann keine Backsteps machen, aber abgesehen davon. Das Moveset sieht ganz cool aus. Gefällt mir ganz gut. Ist aber irgendwie sehr viel unbeliebter als in Dark 2. Also es muss irgendwelche Probleme mit den Peitschen geben in dem Teil. Es sei denn, alle Leute beschweren sich wieder. So, ja, wahrscheinlich, dass man keine kritischen Angriffe machen kann damit. Keine Backstabs, keine Riposten. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gern gesehen. Dafür kann man sie nicht parieren, was natürlich ein Vorteil ist. Gut, wir haben den Boss geknüppelt, den wir knüppeln wollten. Wo genau waren wir jetzt? Wir waren hier. So, hier ist jetzt das Dämonenruinengebiet und ich... Wir haben den Boss dort getötet schon. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir dort machen könnten. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf ein bisschen später und gehen stattdessen hierhin, zu Hoffest Volnir. Und vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Boss hin, das wäre ganz nice. Halbe Stunde noch. Ja, könnte gehen. Ja, ich mag den Dämonenkönig ganz gerne. Im ersten Durchlauf fand ich ihn ziemlich langweilig, weil er sah so generisch aus und so ähnlich wie der normale Feuerdämon, den wir da vorne als Miniboss bekämpfen durften. Aber ehrlich gesagt finde ich die Bossmechaniken so ganz cool. Coole Attacken hat er eigentlich, relativ viele auch. Dann hat er eben die Mechanik, dass er am Ende bloß noch auf dem Boden liegt und vor sich hin vegetiert. Auch das gefiel mir ganz gut. Und jetzt kommt eines der schönsten Gebiete in der kompletten Reihe. Irithir. Des Nordwindtals. Jetzt wäre Zeit für einen Screenshot. Sehr, sehr schickes Gebiet. Meiner Ansicht nach das bessere Ilium Lois, das bessere Anarondo und das bessere Anarondo, naja. ja, wie dem auch sei. Ihr werdet sehen, was es damit auf sich hat, wenn ihr es nicht schon längst wisst. So, dort unten sehen wir noch ein paar Sachen. Wir sehen hier sonderbare Kreaturen, die haben wir im DLC schon gesehen, deswegen wissen wir, was sie sind. Und wir können im Moment nichts mit ihr anstellen. Hier sehen wir eine tote, riesige, menschliche Made, auch die haben wir schon gesehen, vor dem Raum, in dem Rosaria sitzt. Und das Ding hat ein Item dabei. Wir müssen auch Greyred nochmal ansprechen. Dort oben sehen wir übrigens noch was. Ich glaube, das ist die Kathedrale des Abgrunds, was wir hier sehen. Ja, fast sicher. Wir müssen noch einen besseren Blick gleich auf die Angelegenheit hier kriegen. Aber ich glaube, das war die Kathedrale. So, wir holen uns mal kurz das Leuchtfeuer. Wir haben 15 Flakons, das sollte gänzlich ausreichen. Und dann betreten wir mal diesen Ort hier. Ja, hier sieht man, das war der ursprüngliche Pfad, der wurde durch einen Erdrutsch wahrscheinlich verschlossen. Und dann gehen wir mal langsam und sehr cool über diese Brücke hier und sehen uns ein bisschen um. Wir sind im Glutzustand, das heißt, wir könnten eventuell von NPC-Invasoren invasiert werden. Okay. Totally not the inner dark beast von Guts. Der innere Höllenhund. So speit Blitze, was ich ganz cool finde. Und es mag sehr gern mächtige Stichangriffe. Ups. Ja, ich habe euch hier gerade Berserk gespoilert. Am Ende wird Guts seinen riesigen inneren zornigen Höllenhund einfach umbringen.
eine Skype-Nachricht bekommen. Und schon wieder. Das heißt, wir müssen sie so lange ignorieren, bis wir. Oh, es sieht so schick aus hier alles. Ja, das Vieh treibt euch hier übrigens durch die. Warum ist da hinten ein Nebeltor? Warum? Werde ich invasiert? Oder ist das einfach jetzt eine Ladezone da hinten? Das kann sein. Wie dem auch sei. Wir können hier normalerweise nicht durchschreiten. Hier vor uns befindet sich ein Tor. Wir sehen dieses illusorische Tor, auch dieses Wabern. Wir können hier erst durch, sobald wir ein Schlüssel-Item besitzen. Und das ist dieses Item hier, das ich beim letzten Mal sehr schäbig vorgelesen habe. Und ich werde gerade tatsächlich invasiert von einem Spieler. Das passiert jetzt auch nicht so oft. Ist ein bisschen ärgerlich, weil jetzt muss ich so lange warten, bis dieser Rotzkopf hier in meiner Nähe ist. Naja, wir kümmern uns dann später drum. Dort ist der Spieler. So, okay. Ich habe so eine Ahnung, weil ich nie PvP betrieben habe in dem Spiel hier, dass es sehr schwer in die Hose gehen wird. Aber mal sehen. Backstab. Wow. Ja, gesessen. Ich wollte gerade parieren, hat leider nicht funktioniert. Haha, das war Spaß. Oh, fuck. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Ah, schade, ich wollte ihn parieren. Ah, sehr gut gemacht. Very good. Ich muss gestehen, das hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, viel des Dark Souls 3 PvPs, das ich bislang gesehen habe, war Dark Sword Spamming und Leute, die in Nodashi Laufattacken gemacht haben. Aber das war gar nicht so übel gerade. Vielleicht soll ich mal die Arena aussuchen. Es war gar nicht so shit. Gar nicht so shittig. So, unser Weg ist nicht so weit. Wir sind eigentlich fast da. Wir können ja einfach nochmal über die Brücke jetzt rennen und uns dann zum nächsten Leuchtfeuer bewegen. Was ich überraschend finde ist, soweit ich gehört habe, kann man gar nicht invasiert werden, es sei denn, man hat einen NPC dabei. Aber ich wurde hier eindeutig invasiert von einem violetten Geist. Das finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Very, very good indeed. So, genau, dort vorne ist normalerweise eine illusorische Barriere, die auch diesen großen Wolf hier draußen lässt. Wenn wir dieses Item hier haben, können wir aber durch. Hör genau hin und du kannst sie sagen hören. Wo auch immer du bist, der Mond geht unter über Irathiel, wo auch immer du sein magst. Irathiel ist deine Heimat. Und hier sehen wir den großen Mond, der untergeht über der Heimat von Salivan und anderweitigen Kreaturen. Ich aus der gemalten Welt von Ariandel stammen. Was eine ziemliche Lore-Bombe ist, wenn man so will. So, wir gehen hier mal run. Rusten ein Basion. Cool. Das war sehr nice. I like that. Und hier sehen wir so violette Blumen. Irathiel selbst als Gebiet ist wunderschön.
Der Standardgegner, diese Hohepriester-Ritter-Heinis, die sind sehr nervig und sehr, sehr spammig mit ihren extrem schnellen Attacken. Hier sehen wir einen Vorreiterritter. Und dort vorne sehen wir die Faggots. Lass uns weg. So, ich könnte versuchen, die zu parieren. Ich kann sie auch staggern, denke ich. Interessanterweise starten die jetzt nach zwei Attacken. Oh, ich habe meine Feuerbomben ausgerüstet. Das ist gefährlich. Strange. Normalerweise halten die noch mehr aus, oder nicht? Na, mal gucken, wie viel der hier aushält. So, hier befindet sich eine eingesperrte Evangelist. Was heißt das auf Deutsch? Eine Missionarin, diese geistesgestörten Weiber, die aussehen wie Mordskurs aus Berserk. Na mehr, du freaking Faggot. So, ich weiß, dass rechts dort noch einer steht. Deswegen, der will mich auch reinlocken in den, diese Sau. Na mehr, du Fotze. Ah, er kommt doch. Das war knapp. Der will einfach nicht. Okay. Nochmal. Jetzt treffe ich. Böse. Stop it, you fool. Der Invasor, der Spieler vorhin, der war auch gar nicht so dumm. Ich habe versucht, zwei, dreimal ihn zu parieren. Tatsächlich in den Phasen, in denen er mich auch angegriffen hat. Und mein Timing war ein bisschen, war nicht perfekt. Insofern muss man sagen, er wurde dann auch so ein bisschen, er hat seinen Spielstil geändert, hat auch versucht, mich dann zu parieren. Das war eine ganz amüsante Angelegenheit gegen den. Sehr coole Sache. Da ist ein weiterer Geist eines Vorreiterritters. Die Vorreiterritter sind diese sehr animalischen Ritter, die wir schon gesehen haben. Diese weißen Ritter, die kämpfen wie Tiere, die kämpfen wie Guts in seiner Berserkerform. Gesehen haben wir die in Schloss Lothric. Dort bekamen wir ein paar Titanitscherben und dergleichen in Truhen. So, wir werden uns jetzt hier verstecken. Denn dort kommt eine kleine Patrouille von Gankern auf uns zu. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir haben noch genug Zeit. Er hat mich gesehen. Du liegst am Boden. Und du bist tot. Er hält einen Angriff mehr aus als die anderen. Das ist ganz cool. Du bist tot. Oh, bisschen zu. Bisschen zu früh. Ich glaube, die nutzen hier Claymores, diese komischen Gestalten. Claymores! Sehr beliebte Waffe bei Leuten, die Claymores mögen. Claymores. Hab dich. Hab dich. Ich seh dich. Ich hau dir ins Gesicht. Prima. Item. Ich weiß, dass die Hexe dort ist. Aber irgendwie interessiert sie sich nicht für mich. Na, jetzt. Seh dich. Aua. Damit. Wir kümmern uns mal um die Person.
Ich hab dich gestaggert, ich hab dich gestaggert, ich hab dich gestaggert, ich hab dich gestaggert. Stagger dich nochmal. Ich lebe noch. Deshalb nennt man mich Guts. So, wir haben sowohl die Rüstung als auch den Helm bekommen. Und die Rüstung finde ich gar nicht so scheiße. Könnte es wirklich so sein? Könnte die Rüstung perfekt sein für ein Griffith-Cosplay-Rü? Erfahrt es beim nächsten Mal bei Irgendwas mit Berserk. Es ist nicht perfekt für ein Griffith-Cosplay-Rü. Allerdings ist es auch nicht scheiße. Ich meine, guckt euch das Ding an hier. Es ist flashy, es ist hell. Oh, so viel Zeit müsst ihr mir kurz lassen. Ich bin zu erregt, um es nicht zu machen. Es ist zu dunkel. It is dark. Too dark. Mir fehlen die notwendigen Ausrüstungsgegenstände hierfür. Wir brauchen auf jeden Fall die Hose von diesen Boys oder irgendwas in der Richtung. Aber tendenziell, ich finde die Rüstung gar nicht so kacke. Die könnte funktionieren. Für unsere sehr erregbaren Zwecke. So wie dem auch sei, wir müssen uns nun wieder umrüsten, denn unser Freund Guts fühlt sich sehr unwohl, wenn er solche Kleidung tragen muss. Und Schwarzhandsrüstung. Wir müssen auch rausfinden, wann zum Fick Schwarzhand auftaucht. Das ist auch nicht so übel. Das sieht ehrlich gesagt der Rüstung von Vendrick nicht so unähnlich. Ha, ne? Man könnte einen Vendrick-Cosplay hiermit machen. Er ist ein bisschen fett und müsste einen sehr dünnen Charakter vielleicht wählen, aber sonst könnte man das nutzen. Ist vielleicht auch eine Rüstung hier für den guten Griffisu. So, warte mal, wo sind wir jetzt? Hier. Genau. Das wollen wir. Wir heilen uns mal. Das liegt gänzlich an der fertigen Grund. So, dort haben wir zwei von den Boys und wir ignorieren beide. Übrigens, eines der letzten Geheimnisse, die ich hier in diesem Spiel entdeckt habe. Hi, war das hier. Da gehen wir auch gleich hin, sobald ich meinen Estus-Generator erreicht habe. Mein, wie heißt es? Leuchtfeuer. So, hier sieht man zwei Vorreiterritter, einen fetten und eine sehr dünne Frau. Die Frau ist die Tänzerin und der Typ daneben ist möglicherweise Vought. Denn wir haben erfahren, aus der Seele von Vought, glaube ich, dass er nie weit entfernt sein wird von der Tänzerin. Denn er liebt sie. Vought im Baum. Irgendwas, man glaubt es kaum. Und er ist verhärt und sie ist heiß. Und beide mögen wirklich gern den Mais. Mit Mais ist übrigens Mais gemeint, nur ist das die Vativida-Art und Weise, das auszusprechen. So, unsere gute Anri befindet sich wieder hier. Wir wissen übrigens, wir haben Horace noch nicht aufgefunden. Wir hätten ihn finden können, aber wir haben ihn ignoriert und reden jetzt mit ihr. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone. As an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this recompense for my foolish request. And also a token of protection. May the flames guide your way. So, wir haben jetzt die Stufe 1 Variante des Ringes erhalten. Ah, you are brave indeed. To face your duty alone. Das Ring des bösen Auges. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Ah, I would do well. May the flames guide. So, das ist das letzte Mal, dass ihr möglicherweise Anri sehen könnt, denn Anri wird hier entführt werden von einem Assassin und der wird sie dann Naja, das ist nicht ganz richtig. Der Assassine tötet sie nicht, sondern jemand anderes, der euch ein bisschen näher ist als der Assassine. Und nein, es ist nicht der Zwiebelritter hier.
Übrigens, der Assassine befindet sich möglicherweise hier irgendwo hier. Ups. Und wir lassen nicht zu, dass Henri von so einem hässlichen Heini hier umgebracht wird. Wir zerlegen ihn ganz kräftig mit gewaltigen Bolzen, ohne dass er sich wehrt. Vollidiot. Yuria! Ja, Yuria ist die jüngere Schwester von Elfriede, aka Friede. Wir haben die Chamäleon-Magie gelernt. Ja, wir brauchen sie aber nicht. Wir haben das, was wir benötigen hier. Jetzt sind wir eine Statue und man kann uns nicht unterscheiden von den anderen Statuen. Wisst ihr, ich drehe mal kurz den Bildschirm und dann will ich wissen, ob ihr erkennen könnt, welche Statue davon ich bin. So, wisst ihr jetzt, wer ich bin von den Leuten hier? Huh? Habt ihr eine Ahnung? Nee? Ich helfe euch ein bisschen. Es ist so creepy, hier sind Statuen von Kindern und ich bin so ein alter, geifernder Priester. Oh, kleiner Junge, deine Haut ist so zart, deine Haut ist so hart. Was? Ich bringe euch Frieden. Ich bringe euch Liebe. So, wir spielen jetzt den Rest von Dark Souls 3 als Priester durch. Es wird ein bisschen dauern, denn der ist ziemlich alt und kann nicht so mehr, der kann nicht mehr so schnell laufen. Hi, ne? Lass dich nicht stören von mir. So, es dauert leider viel zu lang. In Dark Souls 2 konnte man sprinten als Statue. Hier leider nicht mehr. Die gute alte Zeit ist vorüber. So, wie viel Heilung haben wir? Wir haben genug. Henri ist jetzt gerettet, mehr oder weniger, irgendwie. Und wir werden uns nun weiter hier in die Eingeweide des Spiels graben und uns an ihn laben. Das sage ich nicht, weil es sich reimt, sondern weil es wahr ist. So, dort hinten sind die Priester. Die wollten wir umgehen. Und das ist uns auch ganz glorreich gelungen. Die Priester Ridder. Ridder Room. Und da sind noch zwei. Da oben ist der Boss. Okay, wir haben diesen Pfad dort hinten bei der illusorischen Treppe geöffnet. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal was anderes. Und gehen hier lang. Schnappen uns das Item. Fallen auf den Kerl rauf. Machen einen Ladeangriff. Töten ihn. Looten das Item. Und gehen hier hoch. So, wie ihr hier sehen könnt, hier gibt es gar nichts. Prima. Gut gemacht, Heiler, du bist der Klügste. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie zum Henker ich hier wieder hinkomme. Wie ich weiterkomme, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich muss dort hinten rein. Gut, wir machen es dann folgendermaßen. Ihr habt auch coole Rüstung, ehrlich gesagt. Ich will kurz seine Rüstung sehen. Aua, auch damit. Könnte die Rüstung hier die richtige sein für. Vielleicht ist eure Rüstung besser für Griffzu. Ich muss mir die mal ansehen, glaube ich. Auch nicht anzugreifen. Ja, ihr seht, wie viele Kombos die machen können. Hilf mir bitte! Totally not Pilzkopf-Ritterman. Henri, hilf mir, ich habe keine Chance. So, wir ignorieren den einfach, weil, naja, ihr habt gesehen, wie ich die Boys da besiegen kann. Ich kann sie hart parieren und sie hart anderweitig beglücken. Wir müssen nun den Ort finden, den wir. Hier müssen wir lang. Very good. Genau, hier wollen wir lang. I'm so excited. Oh, was haben wir denn hier? Ups. Yeah, ich hab's gelootet. Ich seh dich. Hat einen Dolch, oder?
So, wir gehen hier jetzt hin und dann können wir gleich was ganz Fabelhaftes sehen. Vorsicht vor Finstergeist, ist das so? Dann muss ich mich angluten, ja. Das ist ein Grab. Ich hab so eine Ahnung, dass du wütend bist, wenn ich dich schlage. Nee, doch nicht, ich hab mich getäuscht. So ein Heimatknochen bekommen und Knochensplitter. Ja, er betete hier. An diesem Grab. Wo ist der versprochene Finstergeist, von dem ich schon so viel gehört habe? Und warum sieht dieses Gebilde dort aus wie ein Gebiet, das ich bereits kenne? Fragen über Fragen. Und Miyazaki beantwortet keine von ihnen. Ich sehe keinen Finstergeist hier. Dann war diese Nachricht wohl eine dreckige, dreckige Lüge. Das Gebiet dort oben sieht aus wie ein Archiv, in dem ein weißer, schuppenloser, blinder Drache saß. Aber ich könnte mich auch täuschen. So, Hundi? Oder lebt noch? Alter Schwede! Hör auf zu staggern! Heil, 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 heil! Nein, nein! Oh Gott, diese Hunde haben Menschenköpfe! Iiii, Menschenköpfe! Ja, Poise does exist. Not every time, but it does. Damn it! Ja, jetzt wurde ich totgestaggert, weil sehr viele schnelle Angriffe von Gegnern und meine Attacken waren einfach zu langsam. Sie waren sehr, sehr sexy und sehr anregend, aber sie waren zu langsam. Und Unri ist jetzt weg. Aber sie ist nicht tot, weil ich sie gerettet habe. So, wir laufen schnurstracks wieder dorthin. Wir haben nicht viel verpasst. Und wir werden nun unsere gigantische Klugheit nutzen, um die Situation besser für uns zu gestalten. 1, 2, 3. Genau, das will ich. Guts und Unri sitzen auf einem Baum. Ich sehe dich. Er hat seine Glut verschwendet. Oh, man glaubt es kaum. Guts und Unri. Unri und Guts. Da geht ihr hin. Guts und Unri. Maul. Hört auf denn. Ja, man sieht hier, die Hunde sind sehr gallig und missstückig. Alle sind tot. Prima. So, wir haben eine rostige Goldmünze bekommen und wir haben die Seelen von irgendeinem Trottel bekommen, der hier krepiert ist, aus gänzlich unbekannten Gründen. Denn die Stelle war super einfach. Vollidiot. Ach, Grünkilliger. So, ich weiß, ich werde hier nochmal invasiert von irgendwelchen NPC-Typis. Dementsprechend werde ich mir mal die Glut hier einpfeifen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gehe mal hier durch die Finsternis. Ich sehe dich. Ich habe dich gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist, aber ich habe dich gesehen. Hallo? Ah, ich dachte. So, das hier ist sehr reminiscent zum Dark Souls 1 DLC, denn wir sehen hier diese leuchtenden Augen, die aussehen wie Humanity Sprites. Aber das sind keine Humanity Sprites, das sind unsichtbare Gegner, dessen Augen wir sehen. Das ist alles. So, wir bewegen uns an die Leiter und dann gehen wir hoch. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, das war knapp. So, das holen wir uns später. Dort oben ist Lothric.
Das müsste die Kathedrale sein. Das Pharaonsfeste hier. Hier sind die Katakomben unter. Und da kamen wir, glaube ich, raus. So, dann waren wir hier. Hier war der Kampf gegen die Totally Not Inner Beast von Guts Bestie. Und dann sind wir durch die Stadt gerannt. So, hier oben müssen die Zwillingsprinzen sitzen. Ist, glaube ich, der Bergfried oder das Schloss oder was weiß ich. Und die Siedlung der Untoten müsste hier irgendwo sein, denke ich. Ne, hier ist die, glaube ich, irgendwo. Wenn ich mich recht entsinne. So, unsere Zeit ist knapp bemessen, nicht wahr? Was ist das? Versuch Absprung. So, dort kann ich landen. Ich will aber jetzt erstmal. Hi! Ich will aber jetzt erstmal das nächste Leuchtfeuer aufsuchen, damit ich beim nächsten Mal gleich weiß, wie der Hase läuft. Wir gucken uns die ganze heiße Scheiße hier übrigens nochmal an. Das machen wir dann aber, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben als in dieser Folge. So, und wenn ihr den großen wolfsähnlichen Monster-Heini auf der Brücke nicht getötet habt, dann wird er hier runterspringen und ihr müsst ihn hier im Wasser bekämpfen. Was unvorteilhaft ist euch gegenüber, denn das Wasser hält euch hier erstmal ein bisschen auf. Ihr könnt nicht ganz so schnell hier durch die Gegend rennen. Zweitens verursacht der Typ heißen, elektrisierenden Blitzschaden. Und Wasser leitet Blitze. Ihr seid dann ganz schön im Arsch. So, dort können wir rein und dort ist das Leuchtfeuer. Oh, ich hab Sodbrennen. So, wir müssen die Folge jetzt beenden, Leute. Die Zeit ist einfach zu knapp. Aber labt euch, als ihr seht, und dort vorn müssen wir hin. Dort, diesen Eingang müssen wir nehmen. In den Kerker von Irathiel wollen wir, denn dort ist der Ort, den wir erreichen wollen. Wort reimt sich drauf. So, bis zum nächsten Mal. Adios. Und noch einen ganz fabelhaften Tag. Guckt euch das heiße Face an von meinem Freund Guts. Oh, Guts, du bist so schön. Ich liebe dich. Ich weiß. Oh, Guts. So, bis zum nächsten Mal. Adios.